Hallo bei der nächsten Folge. Wir sind ja auf der Suche nach diesem Harun und dann schauen wir mal, ob wir den irgendwie finden. Also, wir gucken uns erstmal, ich muss mal auf den Monitor gucken. Ach ja, frisch eingeladen, natürlich müsste jetzt auch frisch gerendert werden, liebe Leute. Ist logisch. Dann gucken wir mal. Hier haben wir nämlich noch Bergkristallchen und sowas. So, ist noch irgendwas hier in der Nähe? Ah ja, und ihr seht da diesen Fehler, diesen Mesh-Fehler, diesen Streifen da. Da habe ich mal dem Team ein kleines Video zugeschickt, bin da mal näher rangegangen im Marvin-Modus. Mal gucken, ob die das beheben können. Das wäre cool. Yep, okay. Ich werde jetzt mal eine Runde schlafen mit dem Ziegenfell-Schlafsack. Ach, der ist ja gleich hier auf Position. Das ist ja cool. Sehr gut. Damit wir wieder ein bisschen was sehen können. Bei mir hinten scheint die Sonne, deswegen ist der Hintergrund auch heller, ist klar. Und ruhen wir uns mal aus und bis zum nächsten Morgen ruhen. Du hast geschlafen und bist ausgegraben. Ausgeruht, ausgegraben. Mhm. Super blöd. Also, der Harun soll ja hart an der Küste sein. Also hart, seine Zelte sollen ja hart an der Küste aufgeschlagen sein. Seine Zelte. Das könnte irgendwie sein. Das sieht nach drei Zelten aus, liebe Freunde. Das sieht sehr gut aus. Dann wissen wir auch, wie wir hin müssen. Da ich ja hier noch nicht war, werde ich natürlich auch hier den vollen Weg gehen. Und kann ja sein, dass wir noch irgendwelche gefährlichen Monster, Mythen oder Mutationen entgegentreten. Wie zum Beispiel er hier da hinten. Ich ahnte es, das ist doch ein, ein schwarzer Troll. Ja, ein schwarzer Troll, wie machen wir den jetzt mal hin? Machen wir den auch, nee, da müssen wir mit einer scharfen Waffe rangehen. Ich speichere mal. Oder Moment, ich meine, ich hätte noch so lustige, ein paar lustige Monster schrumpfen. Da ist es doch. Okay, genug Mana haben wir. Das ist doch cool, dann schrumpfen ihn erstmal an und dann, erstmal. Hä? Hallo, du sollst das Ding anvisieren, bitte? Das wäre cool. Na, okay, dann versuch's mal so. Gespeichert habe ich ja. Aha, er hat jetzt eine blöde Bewegung gemacht. Er hat mich jetzt entdeckt. Warum visiert er. Wieso zielt er nicht an? Boah, muss ich so nah rangehen? Muss ich so nah rangehen? Das ist doch nicht... Okay. So. Erfahrung 1000. Schön. Wunderbar. Gucken wir überhaupt mal auf unsere Potenzliste. Ja, da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Lernpunkte 41. Haha, da müssen wir auch noch ein bisschen was machen, was altes Magiewissen angeht. So. Wüstenräuber. Speichern. Ich gehe sehr hart und stark davon aus, weil die alle bebogt sind. Bebogt, also ich meine jetzt halt eben Pfeil und Bogen haben. Wir haben nämlich noch zur Auswahl Unwetterchen und ich meine, ich habe auch Feuerregen. Gucken wir mal, was die Schäden an dies bringt. Feuerschaden 500. Und Schaden 350. Dann werde ich doch mal Feuerregen nehmen. Und mich auch gleichzeitig mal so ein bisschen mit einem blauen Getränk versorgen, damit das auch funktioniert. So. Gut. Dann gucken wir mal eben. Sind wir viele. Gibt es auch irgendwie einen, der mal anzusprechen ist? Wie zum Beispiel... das sind aber viele. Leute, nee. Okay. Wir haben mal den Feuerregen. Erstmal. Jetzt bist du dran. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Jedenfalls so bringt es nicht viel. Ja, renn so schnell, wie du kannst. Ja. Und mich hat es auch ein bisschen erwischt. Jetzt können wir mal gucken.
inwieweit die wieder alle hundertprozentig regeneriert sind. Das war Mist. Dann schauen wir mal, wie diese Wüstenräuber reagieren, wenn ich mal einer meiner 3500 und ein paar zerquetschte Giftpfeile abschieße, meine ich. Ob die alle hier zusammen verschaltet sind? Meine Herren. Junge, dein Popo müsste doch jetzt jucken. Ja, das ist ja ein... Moment mal, ich geh mal... Nee, auch nicht. Das... Husse ihn, okay. Also das ist jetzt echt blöd. Hab keine Reichweite mit meinem Bogen. Mal hier einen anderen. Ist ja nicht. Doch jetzt. Okay, weg. Willkommen denn. Nee, die bleiben alle noch. Okay. In Schussposition. Ich speichere mal ab. Und hab neu eingeladen. Ach, guck mal, wie er schnell hier vorkommt. So. Ja, dann werde ich doch mal ganz einfach... Oh, ich hab jetzt dummerweise nicht... Ah, jetzt sind die anderen aktiv. Und wieder gespeichert und neu geladen. Mal gucken. Da sind sie. Das sind mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viele. Wenn ich jetzt allerdings... Jetzt ist der schon wieder. Ich habe den doch eben wieder angelegt, den Ring. Ach, Leute. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich mich ein bisschen hier so... Oh. Okay, die haben jetzt schon mal alle die... mal gucken. Die von dem Felsen hier aus runter beamen kann. Aha. Ah, Moment. Muss ja wieder mal den Giftpfeil einspannen, damit das besser geht. Ja, Leute, heute ein bisschen... Bisschen hakelig wegen dieser vielen Wüstenräuber, die wir jetzt unten haben. Bisschen weiter noch. Ach du liebes Bisschen. Okay. Den haben wir auch. Noch regt sich nichts. Ich trinke mal eben was. Hier ist keiner mehr. Könnte klappen. Wunderbar. Da sterben sie alle, wie die fliegen. Und da ist Hussein. Oder Hussein. Ah, jetzt kommt er sogar hoch hier. Das war Glück. Das war Glück im Unglück. Hussein, was hat er denn alles? Der hat zum Beispiel Lars Nordmar Bogen. Das ist ja, das wird wieder eine Quest sein, liebe Freunde. Eschenbogen, Pfeil, weißer Rum, naja, und dann halt eben noch Goldbrocken und eine alte Münze. Das ist cool. Ja, dann. Gucken, was die anderen alle so dabei haben. Liegen jetzt jede Menge Nomadenschwerter. Yep. Nichts Außergewöhnliches. Oh. Nehmen wir mit. So. Nicht okay. Zu holen. Nicht zu holen. Da liegen doch drei aufeinander, oder? Da ist nicht zu holen. Okay. Da ist nicht zu holen. Da ist nicht zu holen. Dann werde ich wohl wirklich alle... Oh, Bananen hat er auch bei. Cool. Dann werde ich wohl alle hier gelootet haben. Bis auf ihn hier. Ja, dann mache ich mich wieder ein bisschen frisch und speichere ab. Und dann gucken wir mal, ob wir die drei hier auf einmal kriegen könnten. Gucken, ob das hier auch fern... Ja, das sind Fernkämpfer. Ich mache es einfach mal. Ah, da hinten. Am besten diese blöden Pfeil- und Bogenleute. Ja, das war riskant. Da habe ich mir zu viel aufgewuppt.
Okay, Giftpfeil ist eingespannt. Jetzt versuche ich das Ganze von dem Felsen aus, wenn wir... ja, der ist zum Beispiel sehr hoch. Der sieht auch... Jetzt muss ich nur noch irgendwie hoch. Genau, richtig. So, dann bist du ziemlich nah dran. Vielleicht haben wir ja schon die Chance, dass wir ihn hier kriegen könnten. Wir gucken auch noch ausgerechnet da auf die drei Zelte, wo ich... ja, das habe ich mir schon gedacht. Und jetzt bleiben die wieder alle da stehen in Position. Dann machen wir wieder diesen kleinen Speichern-Ladetrick. Ja, und das habe ich mir gedacht. Jetzt kommen sie, jetzt kommt zumindest einer wieder an. Schauen wir mal. Klettern wir mal hier drauf. Genau, dann nimmt er sich sozusagen den Bogen. Wir können ihn, während er hier so um den... Na, wirst du wohl... Trifft nicht. Oh Mann. Hätte ich vielleicht gleich so machen sollen. Also, das war knapp. Okay, auch hier haben wir wieder sehr viel zu looten. Das Nomadenschwert speichern. Da waren es nur noch keiner. Hä? Oh! Oh! Wie unvorsichtig von mir. Wie unvorsichtig. Ja, natürlich jetzt. Oh. Ja, renn so schnell, wie du kannst. Okay. Ja, die halten inne. Wie irre. Leute, ist das geil. Genial, meine ich. Ah, ich muss ab und zu mal ein bisschen auf meine Kraftausdrücke achten. So. Das sollte dann reichen. Speichern wir nochmal. Ja, jetzt stehen sie wieder da. Ich habe neu eingeladen. Ja, ich bin voll geladen mit Lebensenergie. Jetzt gehen wir halt eben mal wieder auf das Felsenstück und spannen uns den Giftpfeil ein. Und da müssten die eigentlich so nah genug sein, dass sie ja automatisch ihre na sag schon, Schwerter ziehen, richtig, die Nomadenschwerde. Na, das ist gut, das tut mal so. Genau, so will er das machen. Aber treffen tut er mich noch nicht so ganz. Oh, jetzt zwei Leute. Die schießen beide auf mich drauf, treffen aber glücklicherweise, also zu meinem Glück, den Felsen. So muss es sein. Ja, okay, das war wieder ein bisschen schwere Geburt. Aber die war erfolgreich, würde ich sagen. So, gibt's noch einen? Da gibt's doch noch einen. Okay. Gut. Dann die anderen noch am Felsen oder so. Habe ich doch noch irgendwen hier da vergessen? Ist nicht zu holen. Nein, alles gut. Die da hinten sind schon. Ja, dann hätten wir das hierfür. Gucken wir mal, ob am Lagerfeuer noch ein bisschen was herumliegt. Fleisch oder sowas. Und dann speichere ich mal an der Stelle wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir hier überhaupt weiterkommen. Hehe, kommen wir irgendwie nicht, aber müssen nämlich hier runter. Oh, sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Also, wie schon gesagt, das müsste wirklich Harun da unten sein. Und schaut mal, hier gibt es eine Leiter. Sehr schön. Wunderbar. Ach, nicht auf den Rücken. Wieso auf den Rücken? Du sollst normal abspringen. Gut, was gibt's denn hier? Mach mal hier ein bisschen Akrobatik. Genau, so sollst du aufkommen. Und, scannen hier den Bereich ab nach Lootgut. Lootgut, mhm. Okay, jetzt sind wir hier wieder sehr nah. Ja, das könnte von Erfolg gekrönt sein, dass wir jetzt endlich den Harun hier... nein, das sind Assassinen. Das stand ja auch in dem Logbuch. Er ist von Assassinen begleitet. Ergo, umrüsten. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, Dilla. Oho. Jetzt dürfte mir nichts passieren. Ein paar Minecrawler sind da noch, oder? Die mache ich mal auch gleich platt. So. Und wieder langsam. Nee.
Läuft. Wie viel sind's denn? Okay. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich ein bisschen durch die genervt fühlen. Und wir die dann mal gleich hier auch viere. So. Damit wir so ein bisschen meine Quest vorwegnehmen, wenn ich der Vermutung richtig liegen sollte. Hungriger. Ja, das hört sich gut an. Weil immer so ein Adjektiv davor hat was zu bedeuten. So meine. Dass das bestimmt questrelevant ist. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Hungrige. Okay. 6 hungrige Sandcrawler. Dann kommst du auch nochmal bitte sehr hier in meine Nähe. Ah, die Sonne. Ja. Okay. Du auch bitte sehr. Okay. Erledigt. Und machen wir die nächsten gleich hier. Nur nicht zu viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sind es. 9. Okay, 9 hungrige Sandcrawler. Ja, ah, so läuft's. So kann es laufen, so soll es auch laufen. Okay. Jawohl. Ah, jo, hier. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Immer wenn die zurückgehen und ich dann im Schlag bin, kann das durchaus sein, dass sie mich dann treffen können. Oh, da sind ja noch mehr. Okay. Okay, super. Wer macht denn hier noch einen Faurigen? Ah, einen Unsichtbaren. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ja, der rennt da mal wieder. Okay. Da muss ich mal eben mich frisch machen. Da ist er. Dieser Schamdidel-Schamdudel-Typ da. Also, meine Herren, da sind aber viele. Da ist ja viel zu tun. Ich glaube, die mache ich mal im Auf, liebe Leute, ne? So, da sind die letzten beiden, also offensichtlich die letzten beiden. Und dann, es waren, ich habe jetzt nicht mitgezählt, vielleicht habt ihr mitgezählt. Die liegen jetzt alle hier in der Umgebung tot rum. Okay, speichern wir mal ab. Und gucken, wer hier so was zu sagen hat. Nehmen wir noch gleich mal auf ihn hier. Servus, sei gegrüßt, Assassine. Du bist ein Assassine. Du bist auch ein Elite-Assassine. Du bist Altfremder. Was willst du von mir? Ich will dich warnen. Komme ja nicht auf den Gedanken, hier etwas mitgehen zu lassen. Ich werde dich nicht aus den Augen lassen. Klar? Ja, Uruk. Wie ist denn die Lage so? Wie ist die Lage? Unsere Karawane ist vor den Nomaden zurzeit sicher. Doch in der Wüste darf man sich nie zu sicher fühlen. Wer hat hier das Kommando? Gucken wir mal. Wer hat hier das Kommando? Unser Kommandant heißt Togrul. Doch die Karawane gehört dem Händler Harun. Wir begleiten die Karawane, um Haruns Waren vor den Wüstenräubern zu schützen. Ich hoffe daher sehr für dich, dass du nicht zu diesen gehörst. Okay, Ashtar-Tal, was kann er mir darüber erzählen? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Nicht viel, das, ne? Das Tal von Ashtar ist ein größeres Wüstental. Es gibt dort einen alten Tempel und einige Ruinen. Ach ja, und noch einen gewaltigen Canyon. Soviel ich weiß, sollen die Orks sowohl beim Tempel als auch beim Canyon nach alten Artefakten suchen. So, so, nach Artefakten. Und? Haben die Orks bisher Artefakte gefunden? Was weiß ich, keine Ahnung. Von mir aus können die Orks die ganze Wüste nach dem Kram umgraben. Erinnert mich ein bisschen an Spaceballs. Durchkämmt die Wüste. Kann das sein, dass da hinten noch einer lebt? Also von den hungrigen Sandcrawlern? Tatsache, habe ich den vergessen? Das ist ja wohl nicht zu beachten hier.
Dann ist der nämlich auch erledigt. Dann gucken wir weiter. Elite-Assassine. Ach hier, Togrul ist der Anführer dieses Camps. Mit Togrul haben wir gesprochen. Hallo Togrul. Hallo. Was macht ihr denn hier in der Wüste? Das ist die Karawane des Kaufmanns Harun, der aus der Stadt Uga kommt. Wir sind auf dem Weg nach Ashtar. Ich bin Togrul, der Anführer der Wachen. Ich hoffe für dich sehr, dass du kein Spion der Wüstenräuber bist. Sonst werden wir mit dir kurzen Prozess machen. Merkt dir das? Ja. Merken. Ja, wo ist denn Harun? Lass nichts mitgehen. Auch keine Steine und kein Feuer. Ich könnte mir... vorstellen, dass hier einer ist. Das ist er. Das ist Harun. Na, endlich. So, endlich gefunden. Hey. Hallo. Du siehst so aus wie ein Händler. Das bin ich auch, Fremder. Ich heiße Harun und bin Teppichhändler aus der Stadt Uga, die sich hoch in den Bergen befindet. Verkaufst du nur Teppiche? Nein. Du kannst auch wertvolle Waffen und andere Dinge von mir erhalten. Sieh dich nur um. Was ist, wenn ich die Truhe knacke? Was wirst du jetzt machen? Ich wollte eigentlich nach Ashdod reisen, um mit den dort ansässigen Händlern Geschäfte zu machen. Aber vielleicht kannst du ja diese für mich erledigen. Es soll dein Schaden nicht sein. Für jeden erfolgreichen Geschäftsabschluss würde ich dir 100 Goldstücke zahlen. Und mit wem? Und mit wem soll ich in Ashdod Geschäfte machen? Nun, da gibt es einige Leute, die in Betracht kommen. Zunächst die Händler. Diese heißen Suef, Selim und Alfonso. Mit denen solltest du auf jeden Fall reden. Auch Ibrahim, der die Arena leitet, ist ein alter Geschäftsfreund von mir. Sprich mit ihm. Außerdem kannst du den Schmied Ortega ansprechen. Vielleicht hat er was für mich. Aber vor allen Dingen solltest du mit Alvarez, dem Vertrauten des Schwarzmagiers Almanzor, sprechen. Ich denke, das waren alle. Viel Erfolg. Ja, das ist cool. Die sind nämlich alle in der Umgebung. Zeig mir deine Ware. Dann gucken wir mal. Ja, das habe ich doch gehofft. Waran Teleport zur... Ach du liebes Bisschen, ich habe nur 19 Jolts. Und zwar zu... Das heißt, ich muss ihm ein bisschen was abnehmen, beziehungsweise ein bisschen was verkaufen. Hallo? Das mache ich mal im Off. So, das sollte vorerst mal reichen. Ich werde noch ein bisschen die Musik anmachen, weil die ist wieder ausgegangen. Hey! Und dann... Warte mal, Fremder. Möchtest du vielleicht etwas Gold hinzuverdienen? Ja. Warum nicht? Doch was soll ich für dich dafür tun? Ich bin aus Uga gekommen, um mit dem Ort Ashdod Handel zu treiben. Leider aber werden wir zurzeit von einem Haufen Sandcrawlern aufgehalten, die uns regelrecht belagern. Das beunruhigt mich sehr. Die Crawler müssen unbedingt verschwinden, sehen verdammt hungrig aus. Außerdem habe ich das Gefühl, dass die Räuber der Wüste auf uns lauern. In den Bergen, nahe unseres Lagers, haben einige von ihnen Posten bezogen und beobachten uns. Zumindest dieser Posten muss beseitigt werden, damit ich wieder ruhig schlafen kann. Für jeden erfolgreich ausgeführten Auftrag bekommst du von mir 250 Goldstücke. Na, was sagst du, Fremder? Warum kümmern sich deine Leute nicht darum? Nun, das lässt sich leicht beantworten. Ich will das Lager nicht schutzlos lassen. Kümmern sich meine Männer um die Crawler, werden wir sicher von den Wüstenräubern angegriffen. Kümmern sich dagegen meine Leute erst um die Räuber, dann... Ist euer Lager vor den Crawlern nicht mehr geschützt? Ist schon klar. Du hast es erfasst, Sohn des Scharfsinns. Also, nimmst du meine Aufträge an? War klar, ist doch alles schon erledigt. Ich will viel mehr. Ich will mehr. Ach du liebes Bisschen. Ich sag mal, ich will mehr. Wieso habe ich nicht habe ich abgespeichert? Ich weiß es nicht. Sagen wir 300 Goldstücke. Sind immerhin gefährliche Aufträge, die du da vergibst. Na schön, das sehe ich ein. Also 300 Goldstücke pro Auftrag. Aber kein Goldstück mehr. Ja, cool. Okay. Hey du. Dann schauen wir mal. Ich habe die hungrigen Sandcrawler beseitigt. Ich habe den Wüstenräuberposten beseitigt. Wunderbar. Ich habe die hungrigen Sandcrawler beseitigt. Belia sei Dank. Die Crawler sind zwar Geschöpfe, die seinem Willen gehorchen, aber dennoch bin ich froh, dass sie in sein dunkles Reich eingegangen sind. Gut gemacht. Hier hast du deine Belohnung, Fremder. Ich habe den Wüstenräuberposten in den Bergen beseitigt. Gut, dann kann ich, was das angeht, wieder ruhig schlafen. Ich bin mit dir sehr zufrieden.
Hier hast du deine 300 Goldstücke. Na perfekt, also. Zeig mir deine Ware. Dann können wir ja schön diese Rune hier kaufen. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Gold. Und gucken mal, was er noch alles hat. Fischsuppe, ne, die bringt ja nicht so viel ein. Das ist Varant, Teil von Ashtot und Teil von Tatmor. Die Sachen haben wir. Gibt es noch was Wichtiges? Sack mit Korn? Nö. Auch ein paar Getränke hat er. Ja, ansonsten auch irgendwas Wichtiges. Nein, sieht für mich nicht so aus. Speichern wir mal ab auch. Und gucken ins Loggi-Boggi. Ich sag mal Loggi-Boggi. Geschäfte in Ashdod. Hier haben wir ein paar Einträge gekriegt. Harun Geschäfte in Ashdod erlegen. Für jeden erfolgreichen Geschäftsabschluss will mir Harun 100 Goldstücke zahlen. Harun teilte mir die Namen seiner Geschäftspartner in Ashdod mit. Diese sind die Händler Suef, Selim, Alfonso, Ibrahim und der Arena-Leiter. Ferner, also Ibrahim Ferner, der Schmied Ortega sowie Alvarez, der Vertraute des Magiers Almanzor. Gut, Audienz bei Almanzor. Dann Orklager in der Wüste, da haben wir noch was zu tun. Jetzt gehen wir mal auf Erfüllte, Räuber in den Bergen. Hungrige Sandcrawler. Alles klar, 300. Haben wir noch ein bisschen was rauskriegen können. Yep. Harun hat sonst nichts mehr zu sagen. Wir müssen also Geschäfte tätigen. Und sicherheitshalber werde ich doch nochmal gucken, ob Togrul noch was zu sagen hat. Und Ulkkop oder ne, Uruk. Uruk, okay, nichts mehr Neues. Wir haben also einen Blick hier reinzuwerfen und gucken, ob der irgendwie... Ah ja, der hat ja Augen auf mich. Der hat ja Augen auf mich, richtig. Hier ist sehr viel zu holen. Könnte man eventuell, und das will ich mal ausprobieren, hier schläft einer, na, könnte man eventuell bis Mitternacht schlafen und das Zeug eventuell holen. Okay. Ist der Typ hier weg? Nö, kann man nicht. Die sind alle schön bewacht. Okay. Ach, jetzt gehen das. Moment, die gehen jetzt alle erstmal in ihre Bettchen oder was? Hier steht einer. Ah, Harun. Dann werde ich mal abspeichern. Und schleichen und versuchen, die Kiste zu öffnen. Gut. Kann auch sein, dass ich einen Schlüssel haben muss. Nee, muss ich nicht haben. Okay. Okay. Wow. Wow. Und noch eine Rune von ihm. Klasse. Super. Ich glaube, das hat sich gelohnt. So, schleichen wir hier wieder mal unauffällig raus. Den letzten Spurt machen wir mal hier. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein Bettchen finden, damit am nächsten Tag wieder ein bisschen hell ist. Ja, da ist ein freies Bett. Oh. Sind alle wieder draußen. Frühstückt haben sie. So, Uruk sagt nix. Togrul sagt auch nix. Und was sagst du? Harun sagt auch nix. Okay, diese Mission ist also erfüllt, beziehungsweise die Truhen-Knack-Aktion hat keine Auswirkungen gehabt. Aber leider für heute Schluss für diese Folge. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Ihr wisst, Kommentare machen mich immer glücklich, auch ehrliche, finde ich gut. Und einen Daumen. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal.